Grüß Gott, mein Name ist Christina Haarer, Austria-Guide von Beruf, das heißt staatlich geprüfte Fremdenführerin. Und zusätzlich bin ich schon seit vielen, vielen Jahren stolzes Mitglied der Graz Guides. Anhand unserer Plakette erkennt man uns, wenn wir unterwegs in Graz und in der Steiermark sind. Ich habe das große Glück, dass ich am Fuße des Blabutsch wohne und von hier aus kann man wunderbare Spaziergänge machen. Einer dieser Wege führt zum Geisbergsattel. Und genau dort, bei diesem Sattel, befindet sich ein Bildstock, nämlich Herrgott auf der Wies. Und diesen Bildstock möchte ich Ihnen heute gerne zeigen. Nun endlich bin ich heraufgekommen auf den Geisberg. Sattel und hier auf der Lichtung steht der Bildstock Herrgott auf der Wies, der aus dem Jahre 1840 stammt. Man vermutet, dass schon wesentlich früher hier eine Herrgottstatue gestanden ist, denn in der Skizze von Graetz aus dem Jahre 1793 erwähnt man einen Spaziergang in den Westen zum Herrgott auf der Wiese. Das ist ein wunderschöner Platz hier. Und hier ist zu erkennen das Jahr 1840. Dieser Ort steckt voller Geschichten. Zum Beispiel erzählt man sich, dass man im 15. und 16. Jahrhundert, als die Türken hier eingefallen sind, sich die Menschen in dem Wald hinter mir versteckt haben. Wir von den Graz Guides würden uns freuen, euch recht bald wieder persönlich Graz und die Steiermark zu zeigen. Macht es gut und bleibt gesund!